Was Beschleunigung wirklich bedeutet, das wollte ich mal ganz kurz hier gezeigt haben. Ich habe ja eine Skizze vorbereitet. Nehmen wir mal an, wir haben hier einen gemütlichen Fahrradfahrer, den dunkelblauen hier, der fährt immer 20 Kilometer pro Stunde. Immer 20 Kilometer pro Stunde. Und jetzt vergleichen wir und es kommt einer, der fährt auch daneben und dem kommt in dem Moment die Idee, jetzt gebe ich Gas. Das heißt, ab diesem Startzeitpunkt kamen sie erstmal bis dahin gleich schnell angefahren und jetzt sagt er sich, jetzt will ich einen Endspurt machen. Ja, dann ist der wenn der hier noch 20 Kilometer pro Stunde fährt, ist der natürlich schneller geworden und noch schneller geworden und was weiß ich wie schnell. Und genau das bedeutet Beschleunigung. Aber wie das alles richtig zusammenhängt, wird dann noch in den Videos erklärt, die ich aus meinem Unterricht habe und deswegen kommen jetzt hier gleich die Links. Na denn, ich hoffe, ihr versteht es genauso gut wie die anderen Schüler.